Ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Nur mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Bei was brauchen sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider, die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Die Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Ja, wenn die Freiheit ruft, siehst du mal. Und schon sind wir ein Level wieder aufgegangen. Sprich mit den Siedlern. Ja, das werden wir auch gleich tun. Du hast folgenden Level erreicht, Nummer 5. Sprich mit Sturges. So, das heißt, wir müssen mit Sturges einmal schwaddern. Sturges rennt hier hinten rum. Ich will wissen, wo mein komischer Kotzwurf ist. Wieso ist... Warum wird das jetzt... Achso, es wird dunkel, okay. Wo ist denn mein Kotzwurf? Weil eigentlich... War das nicht meine Hülle? Moment, warte mal gucken. Das war doch hier... Eigentlich war das doch meine Hütte hier, ne? War das meine Hütte? Ne, das war nicht meine Hütte. Wo ist denn meine Hütte? Halt! Da raus. Wo war meine Hütte? Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Ja, natürlich. Da hast du ja auch völlig recht, Bruder. Eigentlich war doch das eigentlich meine Hütte. Bin ich der Meinung. Das ist doch meine Hütte. Das ist eigentlich meine Hütte hier. Hier wohne ich eigentlich. In diesem Haus. Das werde ich mir auch entsprechend wieder aufbauen. Wenn ich denn soweit bin. So, jetzt gehe ich aber erstmal hier in mein Level ab. So, jetzt gucken wir mal. Was kann ich denn hier lernen? Kampfhund. Waffen, Dings. So, das ist der Wettstatus. Das ist Revolverheld. Kanalisiere den Geist des Wilden Westens. Yeah. Das machen wir natürlich nicht. Langfänger. Du weißt über und findest mehr Kronkorken. Ich will aber keine Kronkorken. Ich brauche Ressourcen. Bleimagen, dein Verdauung, du nimmst weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Das ist natürlich auch schon gut. Ladykiller, du bist charmant und gefährlich. Und sind im Dialogen einfacher zu überreden. Aber ich will natürlich eigentlich ein großartiger Anführer werden. Vielleicht werde ich das ja noch. Sandmann, achso. Ich töte im Schlaf, ne? Aquaboy, du erleidest beim Schwimmen keinen Strahlungsschaden mehr und kannst länger unter Wasser atmen. Erfordert Ausdauer 5. Ah, erfordert Charisma 5. Erfordert Charisma 4. Strahlungsresistent. Deine Zeit im Öl hatte du 10% Strahlungsresistenz. Wahrnehmung. Das heißt, ich sollte mich erstmal auf meine... Auf meine Sachen hier vorne. Ist der nicht schon auf... Ne, der ist auf 5. Charisma. Charisma habe ich auf 3. Du hältst es so weiter verwendet. Ja. Tiddling. So. Besser ist das, weil dann bin ich da... Na? Ihr wisst schon, dann kann ich wesentlich besser flirten. So, Sturges, du willst was von mir. Sturges, bist du bereit für etwas Arbeit? Aber sicher doch. Was brauchst du? Bei was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden.
Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Ja. Baue geschützte Schafplätze für die Siedler. Das ist toll. Ich habe doch einen Schlafsack hier schon hingepackt. Sanctuary. Ich wusste, dass du hierher zu uns kommen würdest, Kind. Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Ach was? Ich habe hier früher einmal gelebt. Vor langer Zeit. Aber die ferne Vergangenheit ist für dich gar nicht so fern. Ich hab dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Die Welt erscheint dir wie ein Albtraum, aus dem du nicht erwachen kannst, nicht wahr? Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Ich weiß nicht, mache ich mich... Jet ist aber eine Droge. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich damit beliebt mache. Jet? Was ist das? Das ist ein kleiner Inhalator mit großem Kick. Angeblich wird man dadurch schneller, aber in meinem Alter geht es nur noch um den schnellen Rausch. Die Camps stimulieren das dritte Auge, also werde ich nicht immer Jet brauchen. Aber dieses Mal steht es auf dem Speiseplan. Vielleicht. Ich werde es mir überlegen. Ist ja nicht so, dass ich irgendwo hingehen würde. Das dritte Auge wartet hier auf dich, wenn du es brauchst. Bring Jet zu Mama Murphy. Ja, das ist natürlich echt kultig. Ich weiß echt nicht. Das könnte sein, dass ich mir damit echt... Mama Murphy. Ohne Camps bringt das dritte Auge nichts. Hast du das Jet? Ja, hab ich. Hier, eine Ladung Jet. Gut gemacht. Und jetzt führt mich der Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Dann geh dich ausruhen, ey, und ich mutiere hier zum Drogendealer, Alter. Fuck ab, Alter. Schlafsack. Verwerten. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Wie sieht die Decke aus? Die Decke sieht nicht so toll aus hier auf der Ecke. Ich bin natürlich jetzt Arsch. Ne? So. Ah, guck mal, das kann ich verwerten. Ja, verwerten natürlich. Teppich. Verwerten. Ah, jetzt kann ich direkt einen neuen bauen. Das ist ja cool. Das machen wir doch glatt. Stoff fehlt mir noch. Das ist Plastik. Bilderrahmen, das ist Holz. Holz. Ich brauche aber noch Stoff. Ich muss also Teppich haben. Teppich. Da habe ich einen Teppich. So, und schon kann ich den nächsten... Wie sieht denn das überhaupt aus? Kann ich da nicht ein vernünftiges Bett irgendwie bauen? Möbelbetten. Benötigt mehr Stoff. Benötigt Stahl.
Benötigt Stahl. Benötigt nur Stoff. Benötigt mit Stoff. Da kriege ich aber nur einen für. Das ist aber blöd. Nee, das will ich nicht. Das ist ein Schlafsack. Ich würde gerne... Ich brauche aber noch Stoff, damit ich ein Bett bauen kann. Einfaches Bett. Das ist ein Doppelbett. Da brauche ich nochmal Stoff für. So. Den kann ich verwerten, den Hocker. Da habe ich nochmal Stoff. Ah, jetzt kann ich auch ein Bett bauen. Das ist kultig. Jetzt kann ich ein Bett bauen. Das werde ich mir hier in die Hütte reinstellen. So. Tingeling, da schlafe ich. Mal so ganz nebenher. Stuhl. Was kann ich aus dem rausholen? Holz und Stoff. Alles klar. Was kriege ich aus der Kommode? Aus der Kommode kriege ich Holz. Du bist special. Wähle das Attribut, das verbessert werden soll. Aha. Okay. Das ist doch echt cool. Warte mal. Ah, verdammt. Ja, ich würde das gerne... Ah, ich möchte das aber abbrechen. Ah. Ja. Habe ich dadurch jetzt irgendwie... Hilfsmittel... Die Diverses. Du bist special. Habe ich dadurch jetzt ein... Ich habe tatsächlich einen Wahrnehmungspunkt dazu gekriegt. Das ist natürlich nice. So. Ich kann doch nicht... Ich kann doch nicht. Naja, offensichtlich kann ich doch. Da kriege ich noch Stahl raus und sowas. Lass mal gucken, dass ich hier vielleicht noch einen Teppich finde. Das ist echt geil. Ich kann hier alles verwerten, soweit. Da, aus dem Sofa. Aus dem Sofa. Achso, da kann man aber sitzen. Also sitzen, das sollten wir schon lassen. Was haben wir denn hier? Möbel? Tür. Da kriege ich bestimmt Stahl und Holz raus oder sowas. Stahl. Verwerten. Stahl. Das kann ich alles gebrauchen. Das ist alles Holz. Das finde ich natürlich... Das ist natürlich jetzt eine sehr kuriose, geile Sache. Das lasse ich erstmal noch. Was brauche ich denn? Ich brauche noch Stoff. Aber ich müsste noch... einen Schlafsack bauen können. So... 80%. So, jetzt haben wir schon mal ein paar Schlafplätze. Das ist cool. Ich kann hier jetzt selber pennen. Ich habe mir nämlich jetzt hier mein Bett hingebaut. Ich bin natürlich Arsch. Ich bin Arsch. Ich benutze natürlich meinen eigenen. Das ist Plastik. Da haben wir einen Sack. Also wundert euch nicht, ne? Ich kann die Waffenwerkbank verwerten. Ja, das ist natürlich auch kultig. Das ist was zum Sitzen. Sitzmöbel und so lasse ich meistens erstmal stehen. Also wie Tische, hau ab. Hey, kann ich Mama Murphy verwerten? Nee. Achso, aber ich kann ihr befehlen. Ich kann ihr einen Befehl erteilen? Tab lagern. Eh, los. Das interessiert mich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. So, ich will gucken, ob hier noch irgendwo ein Teppich rumflattert. Oder Gardinen oder irgendwie sowas, was man dafür verwenden könnte. Also hier gibt es jetzt ehrlich gesagt momentan nichts. Zerstörtes Haus. Verwerten. Beton! Das ist gut. Da kann ich mir meine Wasserpumpe draus bauen. Dann gibt es nochmal Stahl. Da gibt es nochmal Stahl.
Da gibt's noch mal Stahl. Da kann ich bestimmt auch ein Haus bauen. Pass mal auf. Stahl. Stahl. Matte. Verwerten. Stoff. Und verwerten. Stahl. Ja, reißen wir doch die Häuser einfach ab. Ganz einfach. Machen wir es doch ganz easy und reißen die Häuser ab. So, hier, das alte Auto weg. Das finde ich natürlich sehr geil. Die haben aber auch alle keine... Cotsworth. Ah, Cotsworth. Hier das alte Bett einmal weg. Ah, also was intakt ist und so weiter, das ist grün gekennzeichnet. Das ist dann soweit intakt. Jordan, Ladies and Gentlemen. Ein Safe. Na, den kann ich doch mal entsperren, würde ich sagen. So, wie war denn das? Und nun, eine Nachricht. Okay. Oder mehrere von unseren Sponsoren. Das wäre es. Joyce Chan möchte euch was sagen. Wir haben Fleisch. Ein Blue-Paket. Eine Impro-Pistole. Ein also Red. Nicht dauernd, noch ein Red. Was anderes haben. Schubpatron. Vergoldetes Sturmfeuerzeug. Und Vorkriegsgeld. Also Vorkriegsgeld ist immer gut, weil das kann ich wieder gebrauchen. Verdammt. Das kann ich wieder gebrauchen, um das Ganze. So, jetzt kann ich nämlich. Und das ist jetzt richtig geil. Tab abbrechen. So, und den kann ich jetzt verwerten, weil da kriege ich nämlich jetzt Stahl raus. Klack. Okay, hier ist alles soweit intakt. Ist sogar das Scheißhaus noch intakt. Entschuldigung, es ist tatsächlich so. Warum ist das hier hinten so rot? Ach, hier, guck mal, hier kriege ich Holz. Achso, das sind meine Endpoints hier, wo ich noch, mich noch bewegen kann. Hier gibt es noch ein paar Stühle, da die Kiste kann ich nehmen. Die Kiste nehme ich einmal mit. Das ist noch soweit intakt alles. Die nehme ich mit, da gibt es Holz und Plastik für. Da gibt es Stahl und Glas. Da gibt es Stahl und Schraube. Gibt's Holz. Das nehmen wir natürlich alles mit. Das ist auch wieder Stahl. Stahl. Holz. Ich finde es aber jetzt gerade äußerst interessant, dass das offensichtlich, bis dato zumindest, bist du denn? Briefkasten. Mal den Baum schon mehr wegräumen. So, das Haus habe ich hier schon komplett abgeräumt. Das ist nämlich kultig. Da habe ich das ganze Haus mit weggeräumt. Tote Bleefliege. Also komplett zerstörte Häuser kann ich komplett abreißen. Das ist schon mal echt geil. Weil ich nämlich einfach hier rüber und sag Klöbelin. Da gibt's nochmal Stahl. Da gibt's auch nochmal Stahl. Da gibt's Gummi. Boah, immer her damit. Achso, und das kann ich bewegen. Ah, alles klächen. Okay, ja, das macht's natürlich auch wesentlich einfacher. So, den Reifen weg. Die Straßenlaterne lasse ich erstmal stehen. Das Haus ist komplett im Eimer. Das reiße ich einmal komplett auch ab. Das Auto nehme ich noch mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehmen wir mit. So, einen Energieverbrauch habe ich derzeitig von 0. Ah, Teppich. Na endlich. Und darauf habe ich gewartet, dass ich endlich wieder mal einen Teppich hier finde. Hatte ich den eigentlich geöffnet? Ich glaube, den habe ich geöffnet noch, ne? Bin mir jetzt gerade verwerten.
Weg damit. Da gibt es nochmal Holz für. So, ich will mal gerade gucken. Den hatte ich, glaube ich, geöffnet, ne? Ja. So, jetzt kann ich mich an diesem komischen Terminal nochmal versuchen. Passwort erforderlich, ja. Schon klar. Null Treffer. Treffer 1. Treffer 1. Treffer 0, offensichtlich. Jetzt müssen wir natürlich wieder warten, bis das wieder entsperrt ist, die ganze Geschichte. Jetzt bin ich außerhalb meines Baumenüs, oder was, oder wie ist das? Nein, bin ich nicht. Ich wollte gerade sagen. Das ist sehr schön. Ich bin nicht außerhalb meines Radiuses. Das ist sehr gut. So, bist du noch gesperrt? Nein, du bist nicht mehr gesperrt. So geht schneller. Cure, Treffer 0. Treffer 1. Treffer 0. Treffer 0. Das ist natürlich jetzt echt ätzend, ne? Wenn man da jetzt so durchrennt und feststellt, ey, ich krieg dieses blöde Ding nicht auf. Das muss ich gerade mal gucken. Welches Haus ist denn das? Das ist das gelbe Haus, was am Ende ist. Okay. So, jetzt müsste ich aber auch hier wieder Strukturen aufbauen können. So, erstmal wollen sie natürlich noch ein paar Schlafplätze haben. Deswegen habe ich euch hier in meiner Hütte die Schlafplätze gemacht. Die verwerte ich eben nochmal. Möbel. So, Betten. Betten. Na? Krieg ich da nicht mehr reingepackt, oder was? Na gut, wenn so viele da drin... Klingeling. Baugeschützte Schlafplätze. Das sieht gut aus. Die Decke sieht auch gut aus. Kriegen wir nochmal Holz für. So. Jetzt haben wir hier auch neue frische Bauplätze. Noch zwei Stück. Nämlich den und da drüben haben wir noch einen. So, mal sehen, ob Sturges noch was Neues. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Ich bin dran. Sauberes Wasser kommt sofort. Super, vielen Dank. Sauberes Wasser kommt sofort. So, da brauchen wir Ressourcen. Sauberes Wasser. Das war, Wynonie Harris. Da brauchen wir Energie. So, ich brauche erstmal eine Pumpe. Die sollten wir natürlich irgendwo produzieren. Und jetzt für euch aus dem, oder platzieren. Dem Juwelengrün, ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth, Diamond City Radio. Ich weiß, dass ihr gar nicht genug bekommt von diesem Roy Brown. Ich meine, das hoffe ich zumindest. Da bauen wir eine hin, hinten bei unserer Werkstatt. Und da ist er auch schon. Und hier in unserer Hütte werden wir hier auch noch eine hinsetzen. Aber die will ich nicht unbedingt hinten dran setzen. Wagon, 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 wagon.
So. Abgeschlossen. So, jetzt haben wir da. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das mit Energie aussieht. Schutz, Energie, Generator. Da fehlt mir doch Kupfer und Keramik. Da brauche ich Wissenschaft für. Das ist ein Generator groß. Das ist ein Windgenerator. Da brauche ich noch Aluminium und Kupfer für. Das ist natürlich jetzt die Frage, wo kriege ich Aluminium und wo kriege ich Kupfer her? Was kriege ich denn aus euch? Stahl. Toll. Ich brauche Aluminium und ich brauche Kupfer. Da kriege ich bestimmt auch noch Stahl raus. Kaputte Glühbirne, Gummi, Stahl, Sicherung. Gut, nehmen wir mit. Schlabedi, schlabedi, schlabedi. Das gibt wieder nur Stahl. Da haben wir wieder ein kaputtes Haus. Das reißen wir komplett ab. Das ist Holz, das ist Holz, das ist Plastiknapf. Das ist noch ein kaputtes Haus. So. Hey, Cotsworth. Mein Freund. Mein Freund, mein Guter. Oh. Beton. Beton, Beton. Aus so einem Herd kriege ich bestimmt... Ich krieg nur Stahl raus. Stahl und Holz. Stahl und Glas, Stahl und Glas. Da kriege ich nur das, was... Radio wäre noch so eine Sache. Da könnte im Radio könnte Kupfer drin sein. Das ist mal weg. Radio, wo kriege ich denn jetzt... Kriege ich denn jetzt ein Radio her? Das ist auch wieder geil. Hat nicht jedes Haus. Die Heizung nochmal verwerten hier. Leute, ich brauche ein Radio. Das ist so geil. Erst alles verwerten, was da ist. Es gibt nochmal Holz. Es gibt Stahl. Ich muss doch, irgendwo muss ich doch ein... Muss ich doch Kupfer herkriegen. Das gibt wieder nur Stahl. Das nehmen wir alles mit. Es gibt auch Stahl nur. Cran. Ach, Cram. Ah, auch nicht schlecht. Hier ist noch ein bisschen Cram rum. Gut, Cram interessiert mich jetzt gerade. Herzlicher Wönig. Ich brauche ein... Ich brauche ein Kupfer. Gibt auch noch Stahl. Auch Stahl. Das ist eine Kochstelle. Die Kochstelle kann ich dann aber wieder umlagern. Das gibt Stoff. Das gibt Stoff. Holz. Generator Windrad. Ja, ich brauche tatsächlich, ich brauche Alu und ich brauche Kupfer. Das ist natürlich die Frage, wo kriegt man jetzt hier Alu und wo kriegt man hier Kupfer her? Es gibt alles nur Stahl. Stahl und Gummi. Super. Deswegen lag meine aus dem Radio kriege ich nur Gummi. Wie aus dem Radio kriege ich nur Gummi? Ja, das kann doch nicht sein. Wieso kriege ich denn da nur Gummi raus? Na nee, das brauche ich jetzt noch. Das lasse ich noch liegen. Was bist du denn? Ahornstamm. Holz. Nimm mal mit. Noch mehr Holz. Das ist Keramik und Stahl. Das ist auch Keramik, das ist ein Gummireifen. Den kann ich noch mitnehmen.
Jetzt bin ich gerade leicht irritated. Was haben wir denn hier? Stahl. Super. Plastik. Stahl. Grill weg. Auch einen Baum einmal wegholzen. Oh, Stahl. Ich brauche Kupfer und Alu, Leute. Wo kriege ich denn hier Kupfer und Alu her? Kriege ich in diesem verdammten Gebäude Gezeugs? Glas und Stahl. Jetzt wird erstmal alles hier abgebaut, was da ist. Ich habe überall nur Stahl. Also die sind echt Vorkriegsgedöns, Leute hier. Das sind Bäume. Stahl und Schraube. Das wird immer besser. So, da ist meine Hütte. Oh, guck mal. Sie schlafen einheitlich alle. Liegt dann hinten einer. Kann man die Matte mitnehmen? Können wir gleich mal hinten noch gucken. Plastik. Da schläft auch einer. Ach, da liegt Sturgis, John Long, Marcy Long. Die Kommode hier hinten. Die nehme ich euch mal weg. So. Ja, auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Moral derzeitig. Das ist schon mal echt geil. Das wird auch alles mitgeschrottet noch. So, wir müssen das natürlich jetzt ein bisschen... Ich meine, die meisten werden mich jetzt dafür wahrscheinlich hassen, weil ich jetzt hier nur am Craften bin. Aber... Ich wollte eigentlich dieses Generator-Windrad haben, ne? Und da fehlt mir... Ach, da fehlt mir Keramik für den Generator. Ja, Keramik kann ich dir doch besorgen. Keramik ist doch ganz easy. Hä? Aber Keramik habe ich doch. Bei Keramik... Kriegen wir ohne weiteres. Achso, nee, das habe ich hier liegen gelassen. Hier, Keramik. Skeeter Davis, den Namen finde ich noch immer echt seltsam. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal ein bisschen Energie aufbauen. Und jetzt für euch aus dem Juwelengrün, ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth, Diamond City Radio. Als nächstes wollte ich was spielen von so. Ella Fitzgerald, denke ich. Energiestecker und Schalter. Aha. Energiegloof benötigt. Energiepylon. Eingeschalteter Energiepylon. Druckplatte. Okay, gibt natürlich genug Zeugs, was man da irgendwie machen kann. Energie, sonstiges. Rekrutierung, ein Terminal. Leuchtkasten. Aktiver Lautsprecher. Mhm. So, jetzt bauen wir erstmal einen Generator. Das ist ein Generator klein. Das ist ein Generator mittel und das ist ein Generator groß. Da fehlt mir auch das nukleare Material noch für. Ich gucke jetzt gerade mal, wie rum ich den am besten baue. Am besten baue ich den so. Verbinde Objekte, die
mit ihr die Strom benötigen. Ich könnte... Achso, ich kann nicht mehr bauen, ne? Ne, da fehlt mir noch jetzt... Da fehlt mir jetzt Kupfer und sowas für. So, baue etwas, was Energie benötigt. Ja. Ich soll noch was für einen Schutz bauen, am besten. Wachposten. Geschützturm. Da brauche ich aber Schallkreise für, das ist ja blöd. Schutz, Fallen. Da brauche ich auch Schallkreise für. Wachturm, Wachturm 46. Benötigt, produziert 2 Schutz.